meine Lieben, der Sommer ist in vollem Gange und die Haut ist nicht nur erfreut. Heute gebe ich euch zwei Tipps, mit denen es euch gelingt, die Haut gut mit Feuchtigkeit zu versorgen und die Sonnenschäden zu minimieren. Ich persönlich kann mir den Sommer ohne diese zwei Dinge nicht mehr vorstellen. Der erste Tipp betrifft die Hautpflege in der Früh und am Abend. Wer mein Video über die koreanische Gesichtspflege gesehen hat, ich gebe es hier in den Infokasten, aber auch als Link unter das Video, der weiß, dass ich mir von den Koreanerinnen das Schichten abgeschaut habe. Das bedeutet, dass ich nicht nur eine Creme verwende, sondern mehrere Schichten. So ist es mir möglich, meine Gesichtspflege je nach dem Bedürfnis meiner Haut aufzubauen. Und im Sommer braucht sie, wie gesagt, ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Die Sonne trocknet die Haut aus. Dazu kommen oft noch Autofahrten oder Flugreisen, die der Haut zusätzlich zusetzen. Und da ist es ganz wichtig, dass auch wenn du das Schichten nicht anwendest, du trotzdem im Sommer so ein Aloe Vera Gel verwendest. Aloe Vera sorgt dafür, dass die Haut nach dem Sonnenbad sich gut erholen kann. Und Aloe Vera versorgt die Haut ganz intensiv mit Feuchtigkeit. Das bedeutet, in der Früh genauso wie am Abend nach der Gesichtsreinigung trägst du reichlich Aloe Vera Gel auf. Also dieses Produkt ist eines von den besten, die ich bis jetzt gehabt habe. Das Gel hat so eine Konsistenz und das kannst du ruhig ein bisschen dicker auftragen und dann so ein bisschen in die Haut hineindrücken. Also nicht immer nur schmieren, so wie man es bei uns gewohnt ist, sondern in die Haut hineinpressen. Wenn deine Haut besonders viel Feuchtigkeit braucht, gerade nach längeren Flugreisen oder Autoreisen kann das sein, dass sie wirklich recht ausgetrocknet ist, lässt du das mal 2-3 Minuten einziehen und trägst noch eine Schicht Aloe Vera Gel auf und drückst es noch einmal gut in die Haut. Das machst du am Morgen. Danach kannst du gerne deine Sonnencreme verwenden oder die normale Creme, die du verwendest. Und das machst du bitte auch am Abend, eben nach der Gesichtsreinigung, Aloe Vera Gel nehmen und danach deine ganz normale Gesichtspflege, die du am Abend verwendest. Unsere Haut braucht Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Je älter wir sind, umso mehr. Aber im Sommer halt noch einmal extra. Es gibt natürlich viele gute Produkte und Serien, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Der Vorteil von Aloe Vera ist, dass da eben nicht nur Feuchtigkeit kommt, sondern auch diese hautpflegenden Stoffe, die die Sonnenschäden minimieren, die dafür sorgen, dass die Haut wirklich sich über Nacht gut erholen kann von dem Sonnenbad. Auch in meinem zweiten Tipp geht es um Feuchtigkeit, weil die Feuchtigkeit einfach so wichtig ist. Je älter wir werden, desto mehr Feuchtigkeit braucht die Haut. Und in meinen Kursen habe ich oft Frauen, die sagen, ich habe so eine trockene Haut, und die schmieren dann ölige Sachen, dabei braucht die Haut Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Ihr könnt eure öligen Sachen gerne verwenden. Es ist aber wichtig, die Haut immer zuerst mit Feuchtigkeit zu versorgen. Wenn erst einmal das Ölige drauf ist, kommt die Feuchtigkeit nicht mehr durch. Deswegen geht es auch in meinem zweiten Tipp um Feuchtigkeit. Und zwar verwende ich gerne so ein Rosenwasser in Form eines Sprays, mit dem man sich zwischendurch mal auf diese Weise erfrischen kann. Das gibt der Haut wieder ein bisschen einen frischen Kick, einen Feuchtigkeitskick. Und es gibt Stars, die so einen Spray in jedem Raum haben, damit sie ja nicht vergessen, ihre Haut dauernd mit Feuchtigkeit zu versorgen. Da sieht man, wie wichtig das Versorgen mit Feuchtigkeit ist. Das fällt bei vielen unter den Tisch. Deswegen besorgt ihr so eine Flasche. Eine für die Handtasche, eine für zu Hause und vergiss nicht zwischendurch mal etwas gegen den Durst der Haut zu unternehmen. Ich persönlich verwende Rosenwasser, das ist die bulgarische Rose. Ich werde euch zu beiden Produkten einen Link unter mein Video setzen, aber es geht mir gar nicht darum, jetzt irgendwie diese Produkte zu bewerben und zu verkaufen. Wenn du ein anderes Wasser kennst, das deiner Haut gut tut, dann benütze es. Mir geht es nur darum, dass ihr nicht vergesst, wie wichtig die Feuchtigkeit ist und dass ihr Wege kennt, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Ein wichtiger Tipp noch an diejenigen, die mein Buch Qi statt Botox haben oder meinen Online-Kurs gemacht haben. Das sind Methoden, die auf natürliche Weise gegen Falten und Hautalterung wirken.
Und ich beschreibe dort das Schrüpfen und das Schaben im Gesicht. Das kannst du auch in meinem Online-Kurs lernen. Auch da gebe ich den Link und das Video. Und dieses Schaben und Schrüpfen im Gesicht sorgt dafür, dass mehr Elastin und Kollagen produziert wird. Es sorgt aber auch dafür, dass Pflegeprodukte wirklich in die tieferen Schichten der Haut eingeschleust werden, dass die Haut sie auch gut aufnehmen kann. Und deswegen möchte ich den Leuten, die schrüpfen und schaben, noch einen Tipp geben. Dieses Wasser, dieses Gesichtswasser, beziehungsweise in dem Fall Rosenwasser, kannst du auch vor dem Schaben und Schrüpfen verwenden. Du kannst, bevor du das Öl benutzt, dein Gesicht einsprühen und dann auf das feuchte Gesicht das Öl geben und dann schrüpfen oder schaben. Dann wird deine Haut auch noch zusätzlich durch die Massage mit Feuchtigkeit versorgt. Vergiss nicht auf einen guten Sonnenschutz, und der gesündeste Sonnenschutz ist immer noch der Hut. Habt einen schönen Sommer!